Hier beobachten wir, wie weißes Licht zerlegt werden kann in die Farben, und zwar durch ein Prisma und einen dichroetischen Würfel. Schauen wir uns als erstes dieses Dispersionsprisma an. Von links kommt weißes Halogenlicht, da sind also alle Farben drin. Das Licht wird durch Dispersion, das heißt die Wellenlängenabhängigkeit des Brechungsindexes, zerlegt in die einzelnen Farben. Und dazu, um die Trennung der Farben gut zu erreichen, muss der Strahl verengt werden, kleiner gemacht werden. Hier ist das zu beobachten. Dann ist die Farbaufspaltung auch gut. Das zweite Bauelement, dieser dichroetische Würfel, basiert auf Interferenzfiltern. Und wir sehen, wenn man von einer Seite hier mit einer Taschenlampe weißes Licht einstrahlt, kommen aus den drei anderen Seiten bunte Streifen heraus. Und diese Farben, die transmittiert werden bzw. reflektiert werden von dem Würfel, ändern sich, je nachdem, von welcher Seite man das weiße Licht einspeist. Das Ganze funktioniert nicht auf dem Prinzip der Dispersion, sondern Interferenz. Da sind Filter drin in diesem Würfel, und wenn man sich den Würfel genauer anguckt, erkennt man auch, dass der nicht aus einem Glasblock geformt ist, sondern zusammengesetzt aus mehreren Teilen. Diese Interferenzfilter haben eine Reflexions- und Transmissionscharakteristik, die abhängig ist von der Schichtdicke, und durch die Schichtdicke kann diese Transmission und Reflexion angepasst werden an bestimmte Wellenlängen. Hintergründe dazu in der Vorlesung Einführung in die Optik.